willkommen, ich bin Sastemsche von 2 Pixel Breit. Es ist wieder montags, Rosenmontags. Was bedeutet das? Wir spielen irgendwas an, einfach so, in diesem Falle Proteus. Ich bin drüber gestolpert, es hat mich neugierig gemacht und, naja, jetzt gucke ich es mir einfach mal an. Für euch, für mich, für uns und natürlich für den Käsebrotfreund. Und ja, Proteus, was ist Proteus? Proteus, naja, der Macher, der Ed Key. Das ist der Programmierer und der David Kanaga, das ist derjenige, der die Musik geschrieben hat, bezeichnen es als audiovisuelle Erfahrung. Ja, Proteus, der Gott des Meeres, der alte Gott des Meeres. Ja, eine griechische mystische Gestalt, eine Gottheit. Vermutlich deshalb haben sie das Spiel so genannt, weil es zum Großteil auf einer Insel spielt, ja, mitten im Meer. Und ja, ich guck's mir jetzt einfach mal an und dann schauen wir mal, ob man das Teil überhaupt als Spiel bezeichnen kann oder was man sich darunter vorstellen kann. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt, das heißt, ich weiß, was auf mich zukommt, ne? Und ja, kann euch da ein paar kleine Eindrücke schildern, die ich bis dato gewonnen habe. Der erste Eindruck, ihr werdet es gleich sehen, nachdem die Insel kreiert wurde, einen kleinen Schluck Kaffee, ich habe ein bisschen belegte Stimme, war What the fuck? Pixelige Scheiße da. Passt ja überhaupt nicht zu uns. Sowas in der Richtung, ja. Flieg hier über dem Wasser rum. Irgendwo ist eine Insel. Und naja, spannend sieht es ja auf den ersten Blick nicht aus. Ja? Naja, also bin ich mal darüber gedüst. Das tue ich ja jetzt auch gerade. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, auch wenn es pixelig und irgendwie auf den ersten Blick nicht so hübsch aussieht, die Umgebung beeinflusst, was für Geräusche irgendwie und was für Musik entsteht. Sehr cooles. Worum geht's bei Proteus? Tja, das ist eine gute Frage. Eigentlich geht's ums Explorieren. Ja? Das heißt, eine zufällig generierte Insel sich anzuschauen, sich umzuschauen, zu erfahren, zu erleben, audiovisuell. Ja? Spielerisch zu erfahren? Ich weiß es nicht, ob man das so nennen kann. Aber, naja, ich kann ja mal auf den Berg hier gehen. Sogar ein bisschen Schnee oben drauf. Die Landschaft, ja, hat mich erstmal nicht so umgehauen. Aber je tiefer man in das Spiel einsteigt und je länger man es spielt, desto fesselnder wird die ganze Angelegenheit. Vor allem auch mit diesem ziemlich abgefahrenen Sound einfach dabei, der einen ziemlich schnell in den Bann zieht. Und dasselbe tut früher oder später, nachdem man sich so ein bisschen reingeguckt hat, tut das auch diese Landschaft hier mit den Bäumen und den Wegen und man fängt an, das Ganze zu erkennen und so dieses Pixelige fängt im Gehirn ein bisschen an zu verschwimmen und man nimmt es immer realistischer wahr und erkennt vieles, was man am Anfang nicht so wahrgenommen hat. Und es ist einfach sehr, 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 sehr fett. Ja. Ihr seht, es gibt Tageszeiten, da wandert die Sonne über den Himmel. Es gibt Jahreszeiten. Ist einfach sehr abgefahren. Ja. Also mir ist noch nie was passiert. Also man hat keinen Stress eigentlich bei dem Spiel. Ja. Man begegnet ab und zu Lebewesen. Die tun einem aber nichts. Ja. Man genießt das Spiel der Farben, während man über die Insel läuft. Man genießt die Töne, die entstehen, wenn man irgendwas berührt oder irgendwo in die Nähe kommt. Und ja, man guckt sich einfach um. Da zum Beispiel. Was ist das? Es bewegt sich. Wir nähern uns einfach mal. So, noch ein bisschen. Ne? Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Kaninchen? Sieht ja fast so aus. Oder ein Schaf? Kleines Schaf? Es springt schon ziemlich weit für ein Schaf. Vielleicht eine Gazelle? Wer weiß. Wir werden es nie herausfinden. Aber es sieht süß aus. Ja, es scheint Frühling zu sein. Alles fängt an zu blühen. Ja. Was geht denn hier? Was seid ihr denn? Gute Frage. Auf jeden Fall sind sie jetzt weg. So, und so zieht sich das Spiel. Man zieht sich und man entspannt sich immer mehr und kriegt immer mehr Lust, sich noch einfach ein bisschen umzuschauen. Oder regnet's? Na, dann gehen wir doch mal Regenwolke angucken, oder? So, einfach mal ein bisschen hier quer über die Insel laufen.
Ach ja, wunderbar, es regnet. Die Stimmung ändert sich. Die Farbeindrücke ändern sich. Ja. Man kann sogar, wenn man hoch genug ist, durch die Wolke laufen. Man kann sogar über der Wolke sein, wenn man das möchte. Ja. So, hier stehen wir unterm Baum. Es ist alles blau und es regnet. Wunderbar. Ja. Und so gestaltet sich das Spiel. Ihr seht, die Sonne geht langsam unter, verschwindet am Horizont, versinkt im Meer. Ist einfach sehr, sehr schön. Der Himmel färbt sich leicht lila. Ein bisschen stärker lila. Die Wolke verschwindet über dem Meer. Es wird langsam dunkler, dunkler. Aber ihr braucht keine Angst zu haben. Nachts passiert einem nichts. Es ist ein Spiel, das ist ein entspannender Prozess. Ja. Na, du Stein? Man kann sich mit den Steinen unterhalten. Man könnte sogar hier ein bisschen am Meer entlang laufen. Zwischen den Blüten, die von den Bäumen fallen. Ein Traum. Ein Traum in Pink. Und leichtem Lila. So. Was da oben? Kleine Steinfiguren. Das ist ganz abgefahren. Werdet ihr gleich sehen, wenn es ein bisschen dunkler ist. Das Spiel birgt nämlich kleinere Überraschungen in sich. Immer mal wieder. Ja. Es ist nicht alles nur hier so pixeliger Farbenrausch. Mit netter Melodie. Nee, es birgt immer mal wieder kleine, aber feine Gimmicks, die ja doch tatsächlich das Herz erfreuen. Man kann sagen, was man will. Es sieht einfach stark aus. Obwohl es so minimalistisch aufgezogen ist, aber da ja, will man einfach noch ein bisschen weiterspielen. Spielen? Weiß nicht. Ist es ein Spiel? Ist es einfach nur eine Erfahrung? Wer weiß das schon? Hier haben wir komische. Ich weiß nicht, Steinfiguren, vielleicht so ein bisschen wie auf den Osterinseln. Da geht der Mond auf, die Sterne kommen raus. Ja, und es ist ganz spannend, was passiert, wenn man... Oh, was ist denn da am Horizont? Muss ich vielleicht nochmal ein bisschen explorieren. Es gibt auch Wege, wo die hinführen. Keiner weiß es. Wer sie gebaut hat, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt so nette kleine Gimmicks, zum Beispiel, wenn man hier zwischen diesen Figuren steht. Ja, oh, es ist noch nicht dunkel genug. Hier sieht man die Milchstraße, ja, die ist sich quer über den Himmel zieht. Jetzt wird es richtig dunkel. Da hinten flimmert und flackert es. Das ist auch sehr spannend. So, aber ihr werdet gleich sehen, wenn es noch ein Tick dunkler ist. Ja, was fliegt da hin? Keiner weiß es. Ist es Magie? So, ich gehe nochmal hier zwischen in diesen Steinkreis. Und aus irgendeinem Grund, ja, verschwimmt der Himmel. Und die Sterne fangen an zu flimmern und zu flinkern. Und das passiert, solange man sich hier in diesem Steinkreis befindet. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber, ja, es passiert. Naja, interessant. Aber es gibt noch andere abgefahrene Sachen. Also ich will nicht alles spoilern, aber zum Beispiel dieses Geflimmer und Geflinker dahin. Das ist durchaus auch spannend. Wenn man da reinläuft, passieren Sachen, die hat man so vorher eigentlich nicht erwartet. Es ist ziemlich abgefahren. Die gibt es nur nachts. Und die flinkern und flimmern da rum, ja, und warten darauf, erforscht zu werden. Ja, aber davon lasse ich mich jetzt nicht beeindrucken, weil sonst macht es ja keinen Sinn, dass ihr das vielleicht, wenn ihr da Bock drauf habt, das Ganze selber mal spielt und erfahrt. Ich jetzt alles spoiler. Ja. Ja, da ist anscheinend ein kleiner Uhu, fliegt da irgendwo herum und macht seine Uhu-Geräusche. Ja. Aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Ich erforsche einfach weiter diese fantastische Welt aus Farben und Geräuschen. Das mache ich stundenlang, dann reicht es mir oft. Macht aber nichts. Ja? Weil, wenn ich mal wieder Lust habe, dann spiele ich einfach mal wieder ein bisschen. Oder erlebe, wenn man das Spiel nennen kann. Ja? Mancher würde sagen, ach ja, du drückst halt die W-Taste und bewegst dich mit der Maus von rechts nach links. Aber eigentlich ist es mehr als das. Es gibt kein Ziel, soweit ich weiß. Es gibt kein Ende, soweit ich weiß. Es ist einfach nur erleben, entspannen, schauen, genießen. Ja? Die Eindrücke ändern sich, sie bleiben nicht gleich. Also ich mag's, ich finde es sehr interessant. Ist natürlich die Frage, gibt man für sowas Geld aus? Mühe haben sie sich gegeben, die Jungs. Also es ist geil gemacht, es ist ein cooles Erlebnis, wie ihr seht. Ja, Sternschnupp, abgefahren.
Im Endeffekt muss es jeder für sich selber wissen. Ich bereue es nicht. Ich mag's. Ich habe es jetzt auch schon fast 2 Stunden gespielt oder erfahren, erlebt. Ich finde es sehr geil. Sternschnuppenregen. Naja, gut. In welchem Spiel hat man einen Sternschnuppenregen? Ich kenne nicht viele auf jeden Fall. Ja. Das sind ganz schön viele. Wow, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, und so gibt es immer mal wieder was Neues zu entdecken. Ja. Also, Proteus. Einfach so mal angeschaut. Und ja, mit dem Sternschnuppenregen hier würde ich sagen, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Sage ciao, liebes Publikum. Und lege euch Proteus durchaus ans Herz. Es ist ein kleines, feines Schmuckstück. Kostet so um die 10 Euro. Also ich würde es weiterempfehlen. Mir hat es Spaß gemacht. Mir macht es immer noch Spaß. Und es ist so ein kleines, schnuckliges Teil. Aber vielleicht kein Spiel. Bedenkt das. Audiovisuelle Erfahrung. Aber man kann sich darüber streiten. Wenn ihr ein bisschen im Internet schmökert, dann seht ihr, es wird auch schon ausgiebig darüber gestritten. Und ja, mit den Worten, bis zum nächsten Mal.